Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute mit Teil 2 zu Social Media, Geld verdienen mit Instagram und Co. Ich habe euch ja gesagt, dass ich da einfach noch ein bisschen mehr erzählen möchte und dass ich euch da dann immer wieder mitnehme. Kleine Fofo, bringst du den Fokus ganz durcheinander hier. Genau, zuerst weise ich euch mal auf meinen Instagram-Kanal hin. Den habe ich unten in der Infobox verlinkt oder auch im Header auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal reinschauen. Da möchte ich gleich mal vorneweg sagen, dass YouTube und Instagram zusammen einfach ein super klasse Team sind. Ein nahezu unschlagbares. Ich habe auch vieles auf anderen Plattformen probiert, aber bin da nie so weit gekommen wie jetzt auf YouTube und Instagram. Und das zusammen hat bei mir auch einfach ganz, ganz viel ausgemacht. Ja? Also ich erzähle euch immer, dass ich Instagram mache und sage euch, ihr sollt mal rüberhüpfen. Ich mache da auch ganz viele Stories jeden Tag und da ist immer alles so ein bisschen up to date. Und hier mache ich halt gerne längere Videos oder so ein bisschen ausführlicher. Und da weise ich dann von Instagram darauf hin, dass ich eben neue YouTube-Videos gemacht habe. Und so geht das dann halt auch hin und her. Und so funktioniert das ganz klasse. Und ich würde auch jedem empfehlen, nicht nur auf einer Plattform aktiv zu sein, sondern eine zweite dazu zu nehmen. Das kann natürlich auch Instagram und ein Podcast sein zum Beispiel, wenn einem Videos nicht liegen. Aber auf jeden Fall, dass man eben mindestens auf zwei Plattformen so aktiv ist. Ich habe auch mal TikTok jetzt angefangen gehabt, aber das macht mir persönlich noch keinen Spaß. Da kam auch noch nicht groß was dabei raus, weil es mir halt einfach keinen Spaß macht. Aber TikTok und Instagram sind auch eine Möglichkeit oder TikTok und YouTube. Genau, so viel dazu. Im ersten Video ging es um Kooperationen allgemein. Da habe ich euch ein paar Tipps gegeben, habe euch erzählt, wie das bei uns mittlerweile so läuft oder wie das jetzt halt angefangen hat. Das Video habe ich euch in der Infobox auch nochmal verlinkt. Könnt ihr auch mal reinschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Heute erzähle ich euch, wie man seine Reichweite monetarisieren kann. Also wie man auch Geld verdienen kann damit, wenn man auf den Social Media Plattformen aktiv ist. Ich spreche jetzt aber nur die Dinge an, mit denen ich Erfahrung habe. Ich gebe euch auch noch ein paar andere Tipps, wo ich von anderen gehört habe oder von anderen eben gesehen habe, dass es funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt mit den Infos was anfangen, wenn ihr selber auch sowas starten wollt. Ich fange jetzt mal mit dem Media Kit an. Ich zeige euch hier mal mein Media Kit. So schaut es aus. Da habe ich auf jeden Fall Zahlen mal drin. Also Zahlen sind ja immer ganz wichtig für Unternehmen. Dann habe ich eine Beschreibung von uns drin, was unsere Ziele sind und warum die Firma uns in Erwägung ziehen sollte. Ich habe das Ganze auf zwei Seiten. Vielleicht passt euer Media Kit ja auch auf eine. Oder ihr braucht vielleicht sogar drei Seiten, weil ihr schon vieles gemacht habt. Da kann dann natürlich auch rein, mit welchen Firmen man schon zusammengearbeitet hat. Erfolgreich natürlich. Das spricht ja dann auch für dich. Und solche Dinge, alles was eben in eine quasi in eine Bewerbung ja, auch so rein müsste. Weil mit dem Media Kit bewirbt man sich quasi. Das ist wie so eine Art Visitenkarte, damit die Firma auf einen Blick einfach mal so alles hat, was wichtig sein könnte oder was von Vorteil ist bei euch. Und ja, ob es sich dann lohnt, weiter auf euch einzugehen. So wie bei einer Bewerbung auch. Ja, da guckt man sich auch an, was hat die Person bisher gemacht, was hat sie geschafft und dann entscheidet man sich für oder gegen den Bewerber. Ich habe zum Beispiel auch ein paar hübsche Bilder von uns drin. Das hilft sicher auch. Gibt einfach nochmal so ein bisschen ein schöneres Bild, wenn man ein paar nette Bilder drin hat. Das ist natürlich auch dann von großem Vorteil, weil die Firma dann auch gleich sieht, was du machst und was du kannst. Ne? Wenn es jetzt um sowas wie Fotos geht, wenn es zum Beispiel um Instagram geht, wäre das zum Beispiel wichtig. So, ganz einfach kann man am Anfang, wenn man sowas anfängt, Geld mit Affiliate verdienen. Ganz beliebt ist hier Amazon. Wir haben ja jetzt auch die Amazon-Links unten drin. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Da kommt jetzt bei uns nicht so viel dabei rum. Das sind maximal 20 Euro im Monat. Manche Monate auch gar nichts. Also das läuft jetzt bei uns nicht so gut, weil ich da auch nicht wirklich aktiv bin und das jetzt nicht so bewerbe. Gibt aber die Möglichkeit, also Amazon bietet allgemein noch viel mehr Möglichkeiten. Nicht nur dieses eine Produkt-Affiliate-Marketing. Genau. Und da kann man sich beim Amazon Partnernet anmelden. Das geht eigentlich ziemlich schnell und unkompliziert. Und dann kann man auch schon loslegen und seine Links produzieren und die dann eben hier an
gewissen Stellen mit einbringen, wo es eben passt. Aber nicht nur Amazon hat ein Affiliate-Programm, Airbnb zum Beispiel auch. Wir haben auch einen Airbnb-Link im Header. Wenn ihr dann über diesen Airbnb-Link was bucht, das ist auch schon öfter mal vorgekommen, das finde ich total cool, dann bekommen wir eine Gutschrift und ihr bekommt eine Gutschrift auf eure erste Reise damit. Booking.com hat dasselbe Programm, das benutzen wir allerdings nicht, weil wir damit nicht wirklich buchen. Also Airbnb haben wir ja ab und zu mal, deswegen haben wir das auch im Header, aber ansonsten nutzen wir nichts anderes. Dann gibt es das natürlich auch noch mit Unternehmen direkt, dieses Affiliate-Marketing. Also wenn man ein Produkt bewirbt und die Leute dann über deinen Link kaufen, meistens ist das dann an einen Gutschein gekoppelt. Du bekommst dann als Influencer einen Gutscheincode. Dann können die das, die Verkäufer auch dir zuordnen und du bekommst so und so viel Provision pro verkauftem Produkt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man von dem Produkt überzeugt ist. Bei uns läuft es ja auch so mit manchen Produkten, aber eben nur das, was halt passt, ne? Also da wäre ich auch ganz vorsichtig und würde mir das ganz genau anschauen, bevor ich damit irgendwas um mich werfe, weil man macht sich da auch sehr schnell unglaubwürdig, ja? Wenn man jetzt lauter Produktlinks, Affiliate-Links raushaut und mit Hinz und Kunst zusammenarbeitet, um möglichst viel Geld zu machen. Das merkt man, das ist nicht gut, würde ich euch dringend davon abraten. Dann gibt es auch noch solche Plattformen wie Digistore24. Die haben ein ganz gutes Programm, da mache ich jetzt nicht mit, aber ist einfach so ein Tipp für euch, wenn ihr irgendwie sowas aufbauen wollt. Da gibt es digitale Produkte und da bekommt man teilweise, ich glaube, das waren bis zu 70% Provision, das kommt dann natürlich auf das Produkt an, das man vermarktet. Da kann man dann auch eigene Produkte vermarkten, Online-Kurse, E-Books und so weiter und so fort. Das wäre jetzt auch schon mein nächster Punkt auf der Liste, eigene Produkte. Damit kann man natürlich auch einiges machen. Ich bin schon ewig dran, ich würde so gerne ein E-Book schreiben. Wir haben es jetzt mal so weit, dass wir Rezepte und Fotos für ein Kochbuch haben, das dann auch irgendwann rauskommen wird, aber eben das dauert halt bei uns, wie immer, ein bisschen länger. Ist aber auch völlig okay so. Dann hat das am Ende zumindest, oder das ist auch von guter Qualität und nicht einfach so mal auf den Markt geworfen. Das kann ich nämlich gar nicht leiden. Da muss man natürlich auch aufpassen, was man bewirbt oder wenn man sowas selber macht. Ich finde das total doof, wenn man x Guides schreibt, irgendwelche Reiseguides mit Tipps aus dem Internet, die man sich auch selber so zusammentragen kann und das sowas dann verkauft oder auch das, was ich jetzt hier mache, was ich an euch weitergebe, wenn man solches Wissen verkauft, ich finde das total doof. Ich habe mir das meiste auch, oder alles eigentlich, selber so zusammengekramt und möchte das dann halt so Schritt für Schritt an euch weitergeben, um es euch einfacher zu machen, wenn euch das interessiert und wenn ihr sowas auch gerne starten wollt. Unter eigene Produkte fällt auch sowas wie Spreadshirt, das ist auch ganz simpel. Wenn euch jetzt zum Beispiel Design liegt und ihr gut malen könnt oder gut mit Grafikprogrammen seid, dann kann man über Spreadshirt ganz easy einen Shop erstellen und kann damit auch sofort loslegen und Geld verdienen. Finde ich auch eine coole Möglichkeit. Machen wir jetzt auch nicht, aber vielleicht sind einige unter euch künstlerisch begabt und haben Bock auf sowas. Finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Das machen auch ganz, ganz, ganz viele, die verkaufen über Spreadshirt. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Etsy-Shop, wenn man jetzt handwerklich begabt ist und gerne was macht, was Physisches herstellt, kann man einen Etsy-Shop aufbauen und den kann man dann auch über Instagram und YouTube promoten. Das geht relativ einfach. Also man hat so viele Möglichkeiten heute. Ich hoffe so sehr, dass euch das weiterhilft. Genau, und dann gibt es noch Presets. Damit habe ich jetzt auch angefangen, also Bildbearbeitung. Das macht total viel Spaß. Ich habe da voll so ein neues Hobby gefunden mit Lightroom und Co. Und gehe da total drin auf. Ich habe jetzt unsere eigenen Presets und die kommen auch total gut an auf Instagram. Das freut mich richtig. Und da bin ich jetzt am Lernen, wie ich diese Presets verkaufe. Also da mache ich jetzt gerade so Schritt für Schritt und gehe ich durch, wie ich das jetzt online bringe, um die dann hoffentlich bald für alle zur Verfügung stellen zu können. Aber hier bin ich auch noch so im Learning Process und das dauert. So, dann möchte ich nochmal geschwind auf das Thema Kooperationen eingehen, was die Preise angeht, weil es immer sehr schwer ist, da irgendwo anzusetzen. Wir haben am Anfang
nur 50 Euro für ein Bild genommen. Mittlerweile nehmen wir mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt günstig war und in welchem Rahmen das lag. Ich habe euch ja in einem Kooperationsvideo mal die Plattform vorgestellt, wo man so ein bisschen die Preise vergleichen kann. Und da könnt ihr einfach gucken, zwischen welchem Wert ihr jetzt liegt und euch da quasi einen raussuchen. Die Firma sagt dann oder das Unternehmen sagt dann ja oder nein und dann geht man hoch oder runter. Ich frage auch gerne mal nach. Also ich bin da noch so, dass ich halt sage, ja okay, ich hätte gern so und so viel, bin aber jetzt flexibel, was den Preis angeht und wir können das verhandeln. Oft wird dann auch ein bisschen verhandelt. Es geht dann so ein bisschen hin und her. Manchmal bin ich auch gleich zufrieden damit. Oh, manchmal ist das Unternehmen gleich zufrieden damit. Ist ein bisschen schwierig, wenn das Unternehmen dann sofort ja sagt, weil dann hat man sich wahrscheinlich unter Wert verkauft. Also die Preise sind so, dass man bei Instagram jetzt pro Bild und pro Story bezahlt wird. Ja, also die meisten wollen so 3 bis 4 Stories und dann gibt es Geld pro Story. Das können 20 Euro sein, das können 50 Euro sein, das können mehr Euros sein. Genau, das kommt einfach drauf an. Das müsst ihr dann verhandeln mit dem Unternehmen direkt. Bei einem YouTube-Video wird es wieder ein bisschen komplizierter, weil ein Video ist verdammt viel Aufwand und ich würde da schon mehrere hundert Euro verlangen, weil es sehr viel Zeit kostet. Das habe ich euch in dem Video erzählt, wo ich unsere YouTube-Einnahmen offenlege. Das Video verlinke ich euch auch nochmal unten, wie aufwendig so ein Video eigentlich ist. Genau, also da kann man auch wieder keine genauen Angaben machen, weil es von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist, wie viel sie bezahlen und es kommt dann halt auch immer auf deine Reichweite an. Ja? Je mehr Reichweite, desto mehr Geld gibt es einfach. So ist es. Egal wie gut du deine Sache machst und ob du sie besser machst als Person XY, das spielt dabei eigentlich keine Rolle, es geht nur um die Reichweite. Da ist aber auch wichtig, dass du Engagement hast. Also Reichweite alleine bringt nichts, man kann sich keine Follower kaufen. Das durchschauen Firmen, das kann man auch sehen, habe ich auch in einem der anderen beiden Videos erklärt und das sollte man auch auf keinen Fall machen, weil die Unternehmen auch diese Engagement Rate einsehen können oder die wollen einfach dann auch die Insights von dir, ja, du musst dann Screenshots machen von deinen Insights und das schickst du denen dann, damit die auch deine Zahlen sehen und weil sonst könntest du ja die Story vom Pferd erzählen, ne? Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Plattformen verraten, die Influencer und Unternehmen zusammenbringen. Ich habe nur mit einer Plattform Erfahrung, ich verrate sie euch aber alle. Also die, mit der ich bisher Erfolg hatte, nennt sich Reach Hero. Ich verlinke das unten auch einmal, damit ihr euch das anschauen könnt. Und dann gibt es noch We Love to Share, Reachbird, Buzzbird und Co. Es gibt auch ganze Agenturen, vielleicht ist auch eins davon von den genannten eine Agentur, weiß ich nicht genau. Das ist bei meiner kurzen Recherche einfach rausgekommen, das sind so die, die benutzt werden. Eine Agentur ist natürlich cool, die arbeiten meistens mit den Großen zusammen und wenn man halt richtig dann Geld verdienen möchte, wäre es natürlich super, man kommt bei so einer Agentur unter. Das geht aber meistens halt auch erst ab einer gewissen Reichweite. So, genau, ihr Lieben, auf diesen Plattformen kann man sich anmelden. Bei Reach Hero ist es ein ganz simples Konzept. Da steht dann auch alles gleich dran, da kann man auch nicht, also man ist nicht ganz frei in der Gestaltung, was die Preisgestaltung angeht. Das wird irgendwie an der Followerzahl gerechnet. So, ja, das war's jetzt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut die wie immer in die Kommentare. Ich mache gerne noch mehr Videos dazu. Also ruhig raus damit, ich erzähle euch das einfach dann so, wie es ist und nehme da dann auch kein Blatt vor den Mund. Ich verrate euch auch alle Tricks. Wie auch immer. Und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend beim Live oder dann bei Instagram. Hüpft rüber, ihr Lieben, und bis zum nächsten Video. Ciao!